Yo, hallo Leute und herzlich willkommen beim weiteren Mod-Vorstellungsvideo mit dem DFL Fateful Pack. Und also das Texturen-Pack, nur falls ihr euch wundert, warum das hier alles so schön hell und hübsch ausschaut. Das ist eine Abwandlung vom Standard-Texturen-Pack. Ich habe das in meinem Let's Play verwendet, habe es jetzt nochmal überarbeitet, wie in den letzten Tagen sowieso einige ja, Texturen-Packs bearbeitet habe. Und ja, ich finde, es sieht eigentlich recht schön aus. Hier habe ich die neue Map-Höhe mal ausprobiert und heute möchte ich euch den Mod Battlecraft oder irgendwas vorstellen. Auf jeden Fall werden in diesem Mod zum einen hier Kettensachen hinzugefügt, also diese ganze Kettenrüstung. Ich zeige euch das mal, wie das ausschaut, sobald ich ja, Eisen habe. Moment. Ich mache mir mal ganz viel Eisen hier rein und zeige euch, dass man aus den Eisen hier diese Chain-Sachen machen kann. Moment, ich brauche mal. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. Also aus einem Eisen werden zwei Chains. Und mit diesen Chain-Sachen kann man sich dann wie die normalen Rüstungen, Kettenhose, Kettenhemd, Kettenhelm natürlich und die Kettenschuhe craften. So sieht das Ganze aus. Das Ganze kann ich dann auch anziehen. Hier natürlich kann man da jetzt für eigene Texturen wieder erstellen, um diese Kettensachen zu haben. Ich zeige das mal von außen, wie das aussieht. Und der aufmerksame Zuschauer, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich unten an meiner Leiste, wenn ihr da mal hinguckt, also unter der 21, unter dem Erfahrungsbalken, links und rechts jeweils nochmal einen Balken habe. Wenn ich R drücke, dann sind die auf einmal anvisiert und so sind sie nicht anvisiert. Das liegt damit zusammen, dass in diesem Mod noch etwas anderes hinzugefügt wird. Das wird durch die Mod-IPI, nee, durch die irgendwas IPI, also durch einen anderen Mod ermöglicht, dass ich Schilder tragen kann. Und hier habe ich mal die Schilder vorbereitet. Zum einen ist das ein Lederschild, das ist kreisförmig noch, ein Holzschild ist auch kreisförmig und dann die ganzen Versionen nochmal als richtiges Turmschild mit Eisen jeweils so gebaut, also sechs Eisen und dann sechs Goldbarren, sechs Diamanten. Und die Besonderheit an diesem Mod ist, dazu, jetzt habe ich ja schon alle Items gezeigt, die hinzugefügt werden, nehme ich einfach mal das Diamantschild raus. Und ihr seht, ich habe ein paar Levelpunkte, also kann ich hier hingehen und kann das Diamantschild sogar verzaubern. Nehmen wir einfach mal das hier. Und dann Schusssicherheit 4 ist das, glaube ich. Ja, Schusssicherheit 4. Und so kann ich jetzt damit nichts anfangen, ist das Schild normal. Aber, Moment, ich nehme mal hier das Goldschild, was ich noch habe. Und das hier habe ich Schutz 2 drauf. Und hier habe ich Schusssicherheit. Und hier habe ich noch ein Diamantschwert. Und jetzt kann ich hier auf meinen Charakter klicken und dann öffnet sich ein neues Menü. Und dort kann ich jetzt das Schild halt in die eine Hand nehmen. Also das muss hier in die Offhand. Und das Schwert in die andere Hand. Manchmal verbuggt es, dann müsst ihr. Also wenn ihr so seid, dann verbuggt es. So, jetzt muss ich noch schnell irgendwie ein paar Materialien mir raussuchen. Zum Beispiel Stein oder so. Und jetzt sagen wir mal, wir arbeiten hier. Bam, bam, bam. Und jetzt greift uns ein Monster an. Kann ich auf R drücken und habe dann hier meinen Schildmodus. Unten habt ihr noch einen Haltbarkeitsbalken für das Schild. Mit rechter Maustaste kann ich in den Schutzmodus gehen. Nee, das ist keine Haltbarkeit, genau. Das ist die Zeit, in der ihr im Schutzmodus sein könnt, die läuft da langsam ab. Danach seid ihr erstmal erschöpft und könnt nicht mehr in den Schutzmodus gehen. Und mit der linken Maustaste kann ich halt mit meinem Schwert angreifen. Nachdem das ein bisschen zu langweilig ist, wenn ihr einfach nur die Theorie hier seht und es eh gerade Nacht wird. Moment. Ich schmeiß mal das hier wieder raus. Das sieht irgendwie doof aus mit diesen unendlich Blöcken. Gehe ich mal hier runter. Zack, zack, zack. Mach hier zu. Mach mal Nacht jetzt. Und dann habe ich hier mal, falls ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, ich baue das mal ganz kurz weg. Hier ist ein Dispenser unten drunter, da sind Eier drinne und da oben drüber ist ein Knopf. Und seit der neuesten Version spawnen Gegner ja, wenn man ihnen Dings. Ah! Eben gerade habe ich den Pfeil zurückgelenkt. Moment. Ah, nicht getroffen. Aber man kann anscheinend mit dem Schild den Pfeil zurücklenken, weil ich habe eben gerade den Gegner getroffen. Jetzt trifft er mich nicht mehr. So, ich gehe mal ganz nah dran. Yo, man kann den Pfeil also zurücklenken, kann dann hier kämpfen. Ist ja an sich eine coole Sache. Die Schilder haben halt auch eine Haltbarkeit. Oh, Moment. Da hängen sogar Pfeile in meinem Schild jetzt drin, ne? Das ist ja richtig geil. Ja, und
Der Mod-Entwickler hat noch einen anderen Mod, in dem neue Waffen hinzukommen. Aber die Sachen mit den Waffen habe ich leider noch nicht gefunden, beziehungsweise ist halt noch nicht geupdatet. Und deswegen zeige ich es euch jetzt erst einmal mit dem Standardschwert. Ja, hier haben wir noch einen Zombie. Könnt ihr dann auch bekämpfen, mal gucken. Also er macht euch keinen Schaden, wenn er das Schild angreift. Nur die Haltbarkeit vom Schild scheint schneller runter zu gehen. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr, mich anzugreifen. Und während ihr das Schild habt, könnt ihr... Moment. Ah, okay, Moment. Ich warte mal, bis es aufgeladen ist. Ihr könnt das Schild zwar so halten, könnt dann aber nicht mehr schlagen. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn der Zombie ganz nah bei euch ist, könnt ihr den Zombie so wegstoßen mit dem Schild. Und könnt dann wieder kämpfen. Das Kampfsystem an sich wird dadurch ein bisschen interessanter. Jetzt, wo die Zombies ein bisschen... Also, wo die Gegner ein bisschen schlauer sind, empfiehlt es sich halt für schlechtere Spieler, die jetzt auf einen etwas schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen wollen. Oh. Entschuldigung, Schaf. Empfiehlt es sich halt schon, irgendwie sowas zu benutzen im Moment. Komm her. Und ja, ich hoffe, dieser Mod hat euch gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Wie gesagt, auf R geht man da wieder raus. Dann kann man hier in seinem Menü rumfuhrwerken und dann wieder auf R kriegt man wieder sein Waffenauswahlmenü. Wie man das Ganze installiert, geht über den Magic Launcher. Zuerst Modloader reinziehen, danach die Inventar-IPI und dann diesen Mod. Halt zwischendurch mal testen und wenn überall okay steht, funktioniert das. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Mod. Ich bin jetzt hier raus. Ciao Leute und bis zum nächsten Mod.